Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen bei Holy Be Home, unserem Online-Café für bewusstes Sein. Ja, in unserer heutigen Sendung geht es jetzt um den Lichtkörperprozess. Wie fange ich denn überhaupt an und wie starte ich das? Was ist das und was kann ich denn jetzt tun? Ja, mein Name ist Christiane. Und mein Name ist Vanessa Ahrens. Ja, schön, dass wir uns heute nochmal über den Lichtkörperprozess unterhalten. Ja. Es ist ja auch ein Begriff, den man immer öfter hört. Und ja, wir sind jetzt bewusst in dem Bereich unterwegs, aber wer da nicht täglich drin arbeitet, der fragt sich, was ist denn jetzt auch noch der Lichtkörperprozess? Was verstehst du denn unter dem Lichtkörperprozess? Ja, das sind natürlich viele Begriffe, die einem so erstmal nichts sagen. Für mich ist das dieser innere Ort des Seins. Also das ist ja etwas, was wir nicht sehen können und was wir nur spüren können, was in unserem Herzen stattfindet. Und dieser Prozess ist natürlich ein Weg dorthin, ne, den es irgendwo zu gehen gilt, aber eigentlich ist es schon in uns. Mhm. Ne? Aber wir haben diesen Zugang so verloren und deshalb ist für mich der Lichtkörperprozess eigentlich eine Erinnerung an mich selbst. Mhm. Wieder, wer ich denn wirklich bin, wer ich in meinem Wesenskern bin. Mal abgesehen von all dem, was um mich herum ist, was Menschen in mir sehen, wie auch immer. Denn das, was ich glaube zu sein, ist ja das, was in meinem Leben dann letztendlich auch stattfindet. Mhm. Und hier einfach eine Klarheit zu bekommen, also es ist eigentlich ein Klärungsprozess, wenn man es mal so runterbricht, ist das eigentlich tatsächlich ein Weg der Klärung. Mhm. Ja. Ja, und ich finde es halt auch, wenn man immer klarer wird und die Dinge immer löst, umso strahlender werden wir ja als Seele oder als Mensch oder wo man jetzt ansetzt. Und so mehr Energie strahlen wir ja auch aus und so mehr Energie können wir auch anziehen. Und da sind wir ja auch bei unserem Lichtkörper, dem physischen. Wir haben ja den physischen Körper und dem feinstofflichen Körper, der aber ja auch da ist, der um uns rum ist, der uns ja auch schützt. Ja, und so gibt es verschiedene Auraschichten um uns rum und in diesen Auraschichten sitzen unsere Energieräder und da drin sind auch auf körperlicher Ebene die Meridiane und so haben wir ganz viele Energiestrukturen, die ja eigentlich uns noch viel, viel größer machen lassen. Du hast manchmal so schön diese Püppchen, die du dann auseinander nimmst, ne? Die zeigen, dass wir noch ganz viele Schichten mehr um uns rum haben und diese feinstofflichen Schichten sind natürlich auch sehr stark mitverantwortlich, wie wir körperlich ernährt werden, Energie bekommen, also die das Qi bekommen. Und wenn wir diese Klärungsarbeit machen über den Lichtkörperprozess, reinigen wir eigentlich wie die ganzen Bahnen, die Straßen, die Energiebahnen, dass letztendlich viel mehr Energie in uns einfließen kann. Und das merkt man, das wird für die neue Zeit so wichtig werden. Man merkt, dass viele körperlichen Symptome gar nicht mehr weggehen mit den klassischen Hilfsmitteln, die man früher nutzen konnte. Ne? Mhm. Dass die Menschen bei den Ärzten sitzen und nichts hilft mehr und diesen Spruch überall hört, egal was ich tue, es bringt mir keine Heilung mehr. Und das sind so die Zeichen. Es ist jetzt an der Zeit, wir müssen diesen Lichtkörper mit dazu nehmen, uns bewusst werden. Wir haben eine feinstoffliche Ebene, die wir genauso pflegen müssen wie unsere körperliche Ebene und wo wir schauen dürfen, wie geht es dieser Ebene, wo sind die feinstofflichen Energien, wie fließen die und kommen die genug in unseren Körper, in unser Körpersystem, um uns eigentlich über eine höhere Ebene zu heilen. Wie wir ja auch schon sagten, dass unser Geist die Materie bestimmt, sind wir ja auf dieser Ebene, dass dieses Feinstoffliche ganz starken Einfluss auf unseren Körper hat. Und je strahlender und klarer dieses Feld ist und unsere Energiechakren, die dazugehören natürlich, umso mehr Energie bekommen wir im Körper und können dann auch Symptome heilen, die vielleicht jetzt in unserer 3D-Welt noch gar nicht möglich waren, zu kurieren, die dann möglich sind über dieses neue Bewusstsein, über den Dimensionswechsel,
Stoffwechsel, über die Aktivierung des Lichtkörperprozesses. Und das sind so die Themen, die wir jetzt in den nächsten Sendungen auch durchgehen wollen. Was kann man dann auch persönlich wirklich tun und nicht nur drüber reden? Ne? Ja. Ja, es ist tatsächlich ein Energienetz. Mhm. Das kann man sich so vorstellen. Und Lichtkörper, das hat auch viel mit Quantenphysik zu tun. Mhm. Ne? Also jeder, der sich auch so ein bisschen mit Physik auskennt, es sind tatsächlich Verbindungen. So. Und wir haben auf der einen Seite, ne, das ist Wellenteilchen, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber wir haben auf der einen Seite eben das Physische und auf der anderen Seite das, was noch schwingt. Und in dem Moment, wo wir es aber beobachten, benennen, wie auch immer, bezeugen, ja. Dann wird daraus ein Teilchen. Mhm. So. Und das heißt, alles, was wir auf der körperlichen Ebene sehen, ist im Prinzip vorher in uns aktiviert worden. Ne? Mhm. Und das sind alles Verbindungen, die letztendlich hier ihren Ausdruck finden. Ne? Ja. Und verkennt man so oft, dass da natürlich dann auch viel schneller das Symptom eben behandelt werden kann. Ne? Und das ist so ein bisschen wie in diesen ganzen Science-Fiction-Serien, ne? Scotty, beam mich weg. Ne? Also das kann man sich jetzt so nicht vorstellen, aber wenn man da ansetzt, dann geht es natürlich viel schneller. Dafür braucht es aber wieder diese Verbindung. Und da sind wir auch bei der heiligen Geometrie. Ne? Weshalb ist denn diese fünf Bausteine, warum sind die denn so wichtig? Ja, weil sie eben über diese Dimensionen hinweg die Verbindung herstellen. Ne? Wir sind ja quasi im Kubus hier auf der 3D-Ebene. Und je mehr wir diese Verbindung wieder herstellen, desto mehr kommen wir in die anderen Ebenen herein. Und dann ist das wie auf der Autobahn. Ne? Mhm. Also je schneller wir da vernetzt sind und die Verbindung haben, desto schneller kommen wir dann von A nach B, zu C. So, ne? genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, wenn man jetzt mal so die Schichten durchgeht, wenn man jetzt mal eine ziemlich dichte Schicht nimmt, ist ja unsere Mentalaura, die um uns rum ist. Feinfühlige Menschen können die auch spüren, wenn man da sich einfach auch drauf einstimmt, die Hände so ein bisschen reibt und dann einfach mal bei wem anders versucht zu fühlen. Wo so fühle ich denn so eine Aura? Wo ist denn dem sein Kokon, den man so ganz leicht fühlen kann? Und wenn man diese Mentalaura einfach mal nimmt, da sind halt viel unsere Glaubensmuster und mentalen Blockaden drin gespeichert und Systeme auch, die wir natürlich viel von unseren Eltern mit übernommen haben, gerade die Glaubenssätze. Man ist ja in der Epigenetik auch so weit, dass man nicht die Krankheit erbt, sondern eher dieses Gedankengut der Eltern übernimmt und warum dann Krankheiten auch auftreten können, die Eltern hatten, dass es einfach über dasselbe Gedankenmuster geht. Und in dieser Mentalaura findet man zum Beispiel diese ganzen auch negativen Glaubensmuster über sich selbst natürlich sehr stark auch, aber auch über andere, über das System, über dieses Ganze, wie ich die Welt sehe. Und wenn man da sehr feinspürig ist, kann man auch diese Aura fühlen, diese Blockaden in der Aura wahrnehmen als Kühle oder als eine Leere. Kann ich das manchmal spüren, dass da einfach was fehlt. Ne? Und das kann man dann einmal über so eine Aura-Clearing auch wieder auflösen. Und natürlich zusätzlich wäre es das Bewusstsein, dass man guckt, welche Glaubensmuster sitzen denn da und was hat das mit mir zu tun? Ne? Welche Thematik hat sich da einfach über all die Jahre abgespeichert? Und welche darf ich da jetzt in Heilung bringen? Und wenn die dann raus sind und die Aura fühlt sich dann wieder wie rund an, bei manchen fühlt sich eine Aura ganz huppelig an. Und wenn man dies geklärt hat, dann ist die einfach wieder einfach ganz fein zu spüren. Dann fließt natürlich auch die Energie wieder in den Körper viel mehr und körperliche Dinge können sich ganz anders regenerieren. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man das auch spürt, wie ein verändertes Bewusstsein auch eine veränderte Aura macht. Mhm. Ja, also ich brauche ja für mich, ich komme ja aus der Branding-Branche sozusagen, also aus der Markenentwicklung. Und für mich ist das Visuelle immer sehr wichtig. Ich kann mir das dann vorstellen, darüber finde ich einen Zugang. Mhm. Deshalb ja auch das Konzept und die Grafiken.
Und das, was du so beschreibst, ist eben in diesem Haus. Ne? Und dann kann ich mir das immer so gut vorstellen, okay, ich bin jetzt auf der unteren Ebene und da sind die Räume und dann komme ich in die nächste Ebene, da sind die Räume. So bis ich dann tatsächlich bei meinem höheren Selbst bin. Ne? Das ist dann die dritte Etage. Und diese Fragen und die ganze Anleitung und auch natürlich die Navigation über die Chakren, was wir jetzt ja die nächsten Sendungen durchgehen, das führt einfach dazu, dass man diese einzelnen Etagen für sich mal ausfegt, ne? Mal klärt und dann wieder neu einrichten kann. Denn solange das da alles drin ist in dem Haus, ne, kennen wir ja alle, ne, so Feng Shui-mäßig, ne, wenn wir da nicht ein bisschen aussortieren, haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, das neu zu besetzen. Dann wiederholen sich die Dinge im Leben. Ne? Dann sehen wir natürlich immer das Gleiche. Das hat ja alles was mit der Wahrnehmung zu tun. Und an diesen alten Glaubenssätzen oder in diesen Verstrickungen hängen wir dann fest. So, und da geht es einfach darum, die jetzt mal loszulassen, damit sich das eigene Muster wieder bilden kann. Und dann ist das tatsächlich wie so ein Belichtungsvorgang. Ne? Mir hilft ja auch immer extrem, die hermetischen Gesetze dann zu verstehen, zu gucken, okay, da gelten ja ganz andere Gesetze. Was heißt das denn? Und je klarer das dann für einen wird in diesem Prozess, desto mehr spürst du diese Analogie. Und dann ist das irgendwann kein Hexenwerk mehr, ne? Wo ich sage, ja, also in die Zukunft gucken oder ne, ich brauche jetzt keine Glaskugel, weil du kannst ableiten von unserer Ebene zur höheren Ebene und das sind alle Spiegel. Ne? Und wenn du das einmal so weißt, dann kannst du natürlich ganz viele Dinge für dich erkennen. Wobei ich für mich immer sage, Zukunft und Vergangenheit, ne, kannst du ja am Jetzt immer ändern. Ja, also deshalb ist ja auch in der höheren Dimension, die vierte Dimension ist ja die Zeit und ab der fünften, wo wir hinwollen, ist ja die Zeit auch nicht mehr so relevant. Deshalb diese ganzen Zukunftsszenarien, ne, die uns eventuell in Angst oder Schockstarre versetzen, die müssen ja so nicht sein. Die sind ja nur so, wenn wir uns darauf fokussieren. Wir sie schöpfen. Wenn wir sie schöpfen. So. Aber in dem Moment, wo das jetzt ist, hast du immer wieder eine neue Wahl. Ja, und wenn man das für sich einmal verstanden hat, dann gibt es sowas wie Fehler oder richtig oder falsch nicht mehr. Ne? Weil dann machst du eine Erfahrung und das hat funktioniert oder nicht funktioniert. Aber du kannst es ja jederzeit wieder ändern. Ja, und jetzt in den nächsten Sendungen, wo wir mitarbeiten werden, wird ja so mal bezogen auf das Vier-Körpersystem. Das gibt natürlich noch viel mehr Auraschichten, aber dass wir sagen, das ist der physische Körper, die mentale Aura, die emotionale Aura, die spirituelle Aura oder spirituelle Körper, emotionale Körper oder mentale Körper. Das sind immer so die vier Systeme, die wir jetzt mal im Fokus haben. Emotionaler Körper ist natürlich, wo die unsere ganzen Emotionen und Traumata, unsere Verletzungen alle zu finden sind, die uns dann bewusst werden können und die wir auflösen können. Der spirituelle Körper, der dann natürlich nochmal auch das Karma und alte Dinge noch mitbringt und vielleicht aus früheren Leben da auch Informationen mit drin hat, die uns da zurückhalten, vielleicht von unserer reinen Lebensfreude, unserem Lebenssinn. Und diese Dinge geht es eigentlich zu klären über den Prozess, den wir jetzt auch einfach nochmal in den nächsten Sendungen beschreiben wollen. Und je mehr diese Schichten geklärt sind in unser Chakrensystem, umso mehr strahlt letztendlich unser Lichtkörper. Und je mehr der strahlt, können wir natürlich dadurch auch allein schon andere Menschen berühren. Und ihr kennt das sicher auch, wenn man einen Menschen sieht und denkt, wow, was hat der für eine Charisma, was hat der für eine Ausstrahlung, ohne dass man jetzt, wenn man physisch die Schönheit, die klassischen Schönheitssymbole sucht, nicht finden wird, aber man merkt, der Mensch fasziniert einen einfach. Und das sind letztendlich diese Menschen, die diese feinstofflichen Ebenen mitgeklärt haben, erleuchtet haben, die einfach strahlen, die hochschwingen. Da sind wir wieder bei der Schwingungserhöhung, die einfach dann immer feiner schwingen. Und wir dadurch, wenn ich die Arbeit an mir mache, auch andere inspiriere. Und das finde ich so das Tolle dran, dass dadurch, dass ich an mir arbeite, auch anderen helfe, an sich arbeiten zu können. Ne? Ja, das ist das Schöne. Ne? Das ist immer so eine Win-Win-Win-Situation. Und letztendlich geht es tatsächlich um dich selbst. Ne? Kein Egoismus sozusagen, sondern tatsächlich eine gesunde Selbstliebe oder Achtung, wie man das auch immer nennen mag. Und und deshalb haben wir ja auch diese neun Schritte hier gewählt.
Und das Schöne ist, die sind nicht so ganz zufällig so gewählt, sondern wir gehen tatsächlich diesen Dimensionswechsel, diesen Lichtkörperprozess, wo wir langsam quasi in der Energie ansteigen, sozusagen zu unserer eigenen Frequenz kommen, gehen wir diese Schritte durch. Und jeder Schritt hat sozusagen auch ein Chakra. Das sind ja unsere Energieräder, die dafür sorgen, dass dieser Austausch zwischen diesem physischen und dem feinstofflichen Körper, dass das stattfindet. Die gehen wir natürlich mit durch, auch in der nächsten Sendung. Und da gibt es ja nochmal einen Unterschied. Ne? Wir haben ja jetzt hier 9 Schritte und 7 Hauptchakren, die vielleicht ein bisschen bekannter sind als die weiteren 5 dann, die wir noch durch das atlantische Chakrensystem mit ansprechen. Und und der Unterschied ist einfach, dass wir die 7 hat ja auch eine sehr starke Bedeutung, weil das der Prozess ist zum Kern quasi. Das enthält alle Informationen, die wir eigentlich brauchen, um zu wissen, wer wir im Kern wirklich sind. Und das ist im Prinzip eigentlich noch so die Saat am Boden, sag ich mal, ne? Wenn man das jetzt mit einem Baum oder einer Pflanze vergleicht. Und dann ab 7 geht es quasi in eine Aufrichtung und dann kommen wir in diese fünfdimensionale, in dieses Erscheinungsbild, in dieses holistische Bild. Mhm. So. Und das sind dann eben die weiteren Chakren, die hier aktiviert werden, die dir nochmal eine ganz andere Aura, wie du es gerade so schön beschrieben hast, verleihen, ein Spirit, ne, ein Freigeist, wie auch immer, was natürlich eine Auswirkung auf dich und dein Umfeld hat. Ja, und wer das spannend findet, der sollte das nächste Mal wieder einschalten, weil da kommt schon das erste außerdimensionale Chakra, wo wir mit starten, genau, mit dem Erdsternchakra. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich ganz auch. Liebe Grüße. Alles Liebe.